zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, heute gibt es von mir das Geburtstagsgeschenk-Video. Das war ja wirklich ziemlich angefragt. Ihr habt jetzt gerade eben schon einen kleinen Clip gesehen, wo ich euch ja nochmal so ein kleines Throwback von meinem 18. Geburtstag, also von der Feier, mit Freunden gezeigt habe. Ich habe nämlich mit Max zusammen meinen Geburtstag auf einem Partyboot gefeiert. Und ja, wir hatten einen lieben Fotografen bzw. Videografen auch dabei, der dann ganz viele Fotos und Videos von uns gemacht hat. Und dieser Clip ist dann letzten Endes dann ja, daraus entstanden. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall möchte ich euch heute meine Geburtstagsgeschenke vorstellen, weil das wirklich sehr angefragt war. Vorab will ich auch nochmal ganz kurz betonen, dass das jetzt das Video soll jetzt halt nicht dazu dienen, dass ich euch damit eifersüchtig, neidisch mache oder keine Ahnung damit angeben möchte. Das muss man ja immer nochmal kurz betonen. Aber ich möchte damit euch vielleicht eine kleine Inspiration geben. Also ich möchte, dass das Video als Inspiration dient, euch vielleicht anregt, dies auch anderen Leuten zu schenken, falls ihr gerade auf der Suche nach guten Geburtstagsgeschenken seid oder vielleicht selber nicht wisst, was ihr euch zum Geburtstag wünschen sollt, dann könnt ihr euch ja vielleicht hier ein paar Inspirationen holen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Video. Beginnen wir jetzt einfach mal direkt mit so etwas hier. Und zwar habe ich von Rituals ja so ein Set bekommen. Da ist zum Beispiel Duschschaum, Scrub und ja, Creme, Handcreme und sowas drin. Und ich mag Rituals und finde, dass das sowieso immer geht als Geschenk. Dann habe ich noch von meinen kleinen Cousins einmal einen selbstgebastelten Marienkäfer bekommen. Richtig niedlich und da steht noch für Cassandra 18. Und außerdem eine Schale. Und da habe ich mich erstmal gewundert, warum eine Schale? Und da steht dann, sei kreativ, sei Kassi. Habe ich überlegt. Hab dann noch was anderes bekommen, also dazu noch so einen kleinen Umschlag, wo dann auf einmal ja, ein weiteres Geschenk drin war und das hat dann halt diese Schale erklärt. Und zwar ja, habe ich so einen kleinen Keramikkurs bekommen, wo ich halt zusammen mit meiner Tante und meinen Cousins und so Keramik selber anmalen kann und so. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Und ich mag es ja generell sehr kreativ zu sein, deswegen ist es ein richtig tolles Geschenk und ich freue mich auch schon sehr, das jetzt demnächst machen zu können. Okay, bei dem Geschenk muss ich euch gestehen, habe ich das leider nämlich schon geöffnet und habe es jetzt nicht mehr original verpackt und kann euch daher auch nur erzählen, was ich denn da drin hatte. Und zwar habe ich hier erstmal so eine Box bekommen von meiner Freundin und da sind dann so Bilder und Collagen halt drin. Und jetzt habe ich hier Schmuck verstaut, aber eigentlich waren da ganz viele Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel Tassenkuchen, ganz viele Süßigkeiten, unter anderem auch, das habe ich hier auch gerade noch zu stehen, so einen kleinen Mini-Topf und da wachsen vierblättrige Kleeblätter draus, was ich richtig cool finde, weil ich habe eigentlich nicht so den grünen Daumen, aber ich finde es halt ganz cool, wenn man so einen kleinen Mini-Topf hat, den man dann halt so pflegen kann und ja, da wachsen jetzt vierblättrige Kleeblätter draus, was ich ganz cool finde. Aber so einfach so eine Box, die ja, super schön ist, um sich die irgendwie vielleicht auf den Schreibtisch zu stellen, auf den Schminktisch oder als Schmuck. Bewahrungsteil halt zu nutzen und darin ganz viele Kleinigkeiten, was ich super cool finde. Ich habe außerdem von Bekannten richtig cool einfach so einen Haarreifen bekommen und ich liebe es, Haarreifen zu haben, die ich dann vor allem beim Schminken aufsetzen kann, damit die Haare hinten bleiben. Und ich wollte schon immer so einen haben, ohne Spaß, als ob die gewusst hätten, dass ich so einen haben wollen würde. Also wollte, wie auch immer. Und habe jetzt so einen bekommen und ist es ein Rentier oder ein Elch? Nee, Rentier? Keine Ahnung. Hirsch, I don't know. Deko, richtig cool. Jetzt vor allem, wo der Winter jetzt oder Herbst jetzt demnächst wieder kommt, ist das super für mein Zimmer. Ich habe außerdem ein Geschenk von einer guten Freundin bekommen, wo mein Name, also mein ganzer Name, Vor- und Nachname, auf mehreren Geschenken stand, sprich das K von Cassandra stand auf einem Geschenk, das A, das S, das andere S und so. Und dann konnte ich halt nach der Reihe die Geschenke auspacken und zu jedem Buchstaben war dann ein Geschenk drin. Genau, zum Beispiel bei K kreativ und dann war da irgendein mega kreatives Geschenk, was ich dann ja, öffnen konnte. Das waren aber zum größten Teil immer so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei S war was mit Schminke drin, da habe ich dann so ein NYX, 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 keine Ahnung, however, Augenbrauenstift bekommen, den ich ja super gerne benutze und. Aber unter anderem waren da ganz viele Nudeln drin. Ja, also ich habe auch generell auch von anderen super viele Nudeln geschenkt bekommen zum Geburtstag wieder. Und hier, ich habe einfach ein paar Mal hochgeholt, ich wollte sie alle hochschleppen. Es sind eine Menge gewesen. Richtig geil. Also eines mit der besten Geschenke, Nudeln sind immer gut. Genau, ich habe weiterhin ganz viel Deko bekommen, wie zum Beispiel hier so Happy Birthday 18, bla bla bla. Und ja, finde ich ganz cool. Auch so ein Krönchen, auch ganz süß. Übrigens hat das Ganze jetzt keine Reihenfolge, also ich steigere mich jetzt nicht vom schlechtesten zum besten Geschenk. Ich gucke einfach gerade hier, was ich alles zu liegen habe. Ich habe dann außerdem hier noch von meinem Patenonkel, von meiner Tante und genau, deren Kindern und so, zum Beispiel eine Yankee Candle bekommen und Süßigkeiten.
Und dazu halt auch noch Geld. Also ich habe fast von jedem auch nochmal ein bisschen Geld bekommen. Genau. Wo wir jetzt aber gerade über Süßigkeiten sprechen, kann ich euch hier gleich auch nochmal was zeigen. Und zwar habe ich von meinem anderen Onkel so eine Riesenbox bekommen mit 18 verschiedenen Süßigkeiten. Ich bin ja 18 geworden, deswegen 18 verschiedene Süßigkeiten. Und da war dann auch nochmal Geld dabei und Kleinigkeiten halt so. Aber finde ich richtig cool, weil Süßigkeiten gehen immer und Süßigkeiten sind toll. Ach ja, wir sind ja bei Süßigkeiten. Dann kann ich euch ja nochmal eine Box zeigen. Von meiner einen Oma habe ich zum Beispiel auch so eine Herzchenbox bekommen. Und ja, in dieser sind einfach auch ein Haufen Süßigkeiten drin. Also ich habe, glaube ich, das meiste an Geschenken wirklich nur Essen bekommen, sei es Nudeln. Ich habe sogar Tomatensoßen und so bekommen. Die habe ich aber leider schon verzehrt und deswegen habe ich sie jetzt nicht mehr hier. Aber ich habe wirklich ganz viel Essen bekommen. Aber ich mag Essen, ich liebe Essen. Essen ist gut. Genau, des Weiteren sehe ich jetzt gerade, hier liegt da. Ich habe nämlich die ganzen Geschenke hier um mich herum gestellt. Habe ich ein Kartenspiel bekommen. Das heißt Exploding Kittens. Das ist ein Kartenspiel, was erst ab zugelassen ist. Ja, Freunde, das dürfen 17-Jährige noch nicht spielen. Das ist so ein Kartenspiel, das ist leicht pervers, aber eigentlich auch ziemlich lustig. Habe ich halt jetzt mit meiner Tante ausprobiert, gestern, weil wir gestern auch mit der Familie gefeiert hatten. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Also, danke nochmal dafür. Ich spiele in letzter Zeit wirklich gerne Kartenspiele, auch so UNO-mäßig und alles. Und deswegen war das ganz gut. Außerdem habe ich diese Kette hier. Das ist eine goldene Kette mit einem Stein. Ich weiß nicht, was das für ein Stein ist. Das ist eigentlich auch ziemlich irrelevant, weil ich die Kette sehr schön finde. Von meinen Eltern bekommen. Und bei uns ist es so eine Art Tradition, wenn man das so sagen kann, dass die Kinder zum 18. Geburtstag immer eine Kette bekommen. Mein Papa hat zum 18. eine Kette bekommen. Meine Mama hat von ihren Eltern zum 18. eine Kette bekommen und trägt sie wirklich bis heute ihr ganzes Leben lang. Und ja, ich habe auch dieses Jahr zum 18. eine Kette bekommen und trage sie auch. Und ja, ich finde sie wirklich sehr schön. Ich habe außerdem, was ich richtig heftig finde, eine Apple Watch bekommen von Max. Ja. Das habe ich von ihm bekommen. Mega krass. Ich wollte eigentlich schon länger eine Apple Watch, aber ich wusste nicht, ob ich mir eine holen soll oder nicht. Vor allem, weil ich mich ja auch generell so für Gesundheit und alles interessiere und ich das eigentlich super interessant finde, dass man halt einfach das Ganze auch in der Uhr halt tracken kann, sagt man das so, und halt alles mitverfolgen kann. Und auch in Kombination mit Sport und so ist es eigentlich super, so eine Uhr zu haben. Und weil ich ja generell so ein Apple-Fan bin und eigentlich so ziemlich alles von Apple habe, also wenn ich mir irgendwas kaufe, ein neues Gerät oder so, ist es immer irgendwie von Apple, weil ich die Firma einfach unterstütze und feiere. Und ja, jetzt habe ich eine Apple Watch bekommen, was ich richtig, richtig cool finde. Dann habe ich außerdem von Max noch Schmuck bekommen. Das ist hier in diesem kleinen Kästchen drin. Ja, und zwar ist das, das seht ihr glaube ich gar nicht so recht, das ist halt ja, ein Armbändchen und da ist ein Saphir drin und da sind auch Diamanten mit dabei, was ich voll heftig finde. Und auch nochmal eine passende Kette dazu, auch mit einem Saphir und Diamanten, was ich so, so krass finde. Also ich finde die Kette auch richtig, richtig schön. Und die funkelt so sehr, oh mein Gott. Okay, neben all den Süßigkeiten und so, die ich bekommen habe, habe ich aber auch einen Haufen ja, Alkohol bekommen. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol, also selten, sehr, sehr selten. Klar, zu meinem 18. Geburtstag habe ich jetzt mal auch ein bisschen mehr Alkohol getrunken, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Aber ich trinke sonst wirklich sehr, sehr selten Alkohol, also eigentlich nie wirklich. Also da muss es schon einen ziemlich großen Anlass für geben, dass ich mal ein Glas Alkohol trinke. Ja, neben dem Ganzen habe ich halt, wie gesagt, auch ganz viel Alkohol bekommen und den muss ich euch jetzt aber mit euch nicht zeigen. Ich habe hier auch von meiner Cousine zum Beispiel, ah ja, okay, doch, hier ist noch ein bisschen Alkohol drin, eine Wodkaflasche bekommen und drumherum halt so Red Bull Flaschen, ein paar haben wir schon getrunken am Geburtstag, aber ja, das zum Beispiel noch. Außerdem, was mir gerade einfällt, was ich hier habe, weil wir ja, also weil Max und ich ja zusammen gefeiert haben und unsere Geschenke irgendwie komplett verteilt sind, also ein paar Geschenke von mir liegen bei ihm und ein paar Geschenke von, also von seinen Geschenken liegen noch bei mir, also irgendwie sind wir noch nicht dazu gekommen, die mal so auszutauschen, weil wir halt eben zusammen gefeiert haben. Aber ja, unter anderem haben wir auch eine Paarmassage bekommen. Ich habe, oh mein Gott, ich habe ein Geschenk vergessen. Leute, ihr werdet das nicht glauben, ich habe einen fucking Tandemsprung geschenkt bekommen. Ich habe den Gutschein gerade nicht hier, ich glaube, ich habe den schon verstaut, damit ich ihn bloß nicht verliere. Aber ich habe einen Tandemsprung aus 4000 Metern Höhe geschenkt bekommen von meinem Manager, von dem lieben Mario und von der lieben Marianne. Ich finde es so heftig, einfach aus 4000 Meter Höhe
50 Sekunden freier Fall. Leute, ich habe so krasse Höhenangst, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ja, den werde ich auch noch zusammen mit Max tatsächlich noch machen. Ich bin echt ziemlich aufgeregt hier. Ihr könnt mir ja unbedingt mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch zum Geburtstag wünscht oder was ihr gerne anderen Leuten schenkt oder so. Und auch, wenn einer von euch schon einen Tandemsprung gemacht hat, was seine Erfahrung dabei war und wie das Ganze so war etc. Ob ihr euch das trauen würdet, das würde mich jetzt wirklich immer super interessieren. Aber ich glaube, das war es halt so an sich von den Geschenken. Also wie ihr merkt, ich habe wirklich viel, viel, viel Süßes geschenkt bekommen und Essen. Genau, ich habe auch unter anderem noch bei den Kleinigkeiten waren so Getränke noch dabei, so polnische Getränke und polnische Süßigkeiten und ich habe auch Unterwäsche geschenkt bekommen und Socken, so Markensocken und so, die ich sonst nie kaufe, aber so kleine Insider halt. Aber so das im Groben, was ich euch jetzt so hier direkt so zeigen konnte. Ja, genau. Also ich hatte wirklich einen ganz tollen Geburtstag. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Leute um mich hatte. Jetzt sei es zu meinem Geburtstag mit Familie auch oder auch halt mit Freunden. Und ich bin wirklich über jedes Geschenk sehr, sehr dankbar. Ja, that's it. Ich hoffe, ich habe kein Geschenk vergessen. Es war jetzt gerade nur das, was hier in meinem Zimmer noch so stand. Ich weiß nicht, die meisten Geschenke habe ich eigentlich schon aufgegessen. Oder ja, verstaut oder in der Wäsche oder so. Genau, aber wie so Socken oder so in der Wäsche. Aber ja, that's it. Also schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr schon mal einen Tandemsprung gemacht habt, ob ihr euch das trauen würdet oder wenn ja, wie eure Erfahrungen waren und das mit den Geschenken, was ihr gerne verschenkt und was ihr euch vor allem wünscht. Und genau, that's it. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, Morgen, Abend, egal wann ihr dieses Video hier gerade schaut. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!